Bin ich mir. Ach, Kind, gerade weil es junge Leute nicht tragen. Ring durch die Nase und Funkturm im Ohr, das haben sie doch alle. Ach, Mann, Oma. Und dein Vater würde sich doch auch so freuen. Na ja, gut. Tschüss. Tschüss, mein Kind. Hallo, Christel. Morgen, Karin. Mensch, das sieht ja verschärft aus. Den Pulli hatte ich doch schon vorige Woche an. Ich meine doch nicht den Pulli, das Teil da. Echt stark. Findest du? Brauch wohl nicht lange zu raten, wer dir das geschenkt hat. Mann, das hätte ich dem Bello gar nicht zugetraut. Der Typ hat ja Geschmack. Karin, dein Schmuck. Komm, ich helfe dir. Danke. Ach Quatsch, ich steck sie ein, so toll ist sie nicht. Nee. Ich finde die schön. Komm, ich mach sie wieder um. Na, pass auf, dass es bei dir nicht funkt. Und fast Schluss stimmt was nicht. So. Danke. Ab morgen muss sie alles alleine schaffen. Kommst du nicht mehr? Nee, ich komme mit meinem kleinen Bruder zur Kur. Bei euch was? So plötzlich? Du, das war schon länger geplant. Warum hast du nie was gesagt? Wenn du mir deine Adresse gibst, dann schreibe ich dir. Wir sind ja keine Ewigkeit weg. Also ich freue mich immer, wenn ich zur Kur komme. Wann fahrt ihr denn? Morgen früh um 6 vom zentralen Omnibusbahnhof. Bin ich noch beim Rotwein? Ja? Soll ich hinkommen? Du, wir werden den Bus schon alleine finden. Warum bist du eigentlich immer so eklig zu mir? Ich bin noch nicht eklig zu dir. Und auch? Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich habe mindestens ein Dutzend Mal versucht, mit dir ein vernünftiges Gespräch anzufangen. Aber du bist sowas von einsilbig. Ich frage mich wirklich, was du gegen mich hast. Überhaupt nichts, Karin. Was ist es dann? Warum bist du so abweisend zu mir? Karin, du bist echt nett, aber ich bin einfach nicht der Richtige für dich. Warum nicht? In meinem Leben ist kein Platz für eine Beziehung. Sieh mal, ich muss mich um meinen kleinen Bruder kümmern. Und da bleibt einfach keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja, aber dabei könnte ich dir doch helfen. Ist lieb gemeint, aber ich habe es damals gemerkt, als ich mit Inge zusammen war. In meinem Leben gibt es eben nur eins. Entweder Benno oder eine Beziehung. Schade. Ich schreibe dir mal, okay? Mhm. Aua! Oh, diese Scheißmücken! Au! Mistviecher! Du musst immer so spät nach Hause kommen, Mädchen. Brauchst nur Chicago. Ach, Mensch, Papa. Haben dich aus der Schule geworfen, ne? Ist halb so schlimm. Du lernst eben was Praktisches, was fürs Leben. Ach, du verstehst mal wieder gar nichts. Na gut, dann kann ja dein alter, dusseliger Vater wieder ins Bett gehen. Sei doch nicht gleich beleidigt. Ich bin müde. Franz, wie geht's? Gut. Hier, Lektüre für dich. Nee, lass mal, ich lese nur richtige Zeitung, da steht doch nur Quatsch drin. Aber da steht sehr viel Interessantes drin. Ja, jungfräuliche Großmutter von pubertierendem Säuglingerschlager. Wer nicht will, der hat schon. Tschüss, Franz. Tschüss, Franz. Du, Franz, da hat jemand seinen Koffer vergessen. Verdammter Mist. Muss ich wieder eine Meldung schreiben, wa?
sieht aber komisch aus. Wieso? Ist doch ganz gewöhnlicher Koffer. Ich habe da neulich in der Zeitung gelesen, da haben sie einen Koffer in der Gepäckaufbewahrung gefunden, mit Leichenteilen drin. Mhm. Und der Mörder war wieder mal der Gärtner, wa? Der gehört vielleicht ein Vertreter, da ist schmutzige Wäsche drin, Zahnpasta und so weiter. Man hört's ticken, der Wecker. Um Gottes Willen, Franz, stell den Koffer ganz vorsichtig wieder hin. Ich habe was von Sprengstoffattentaten gelesen. Da ist vielleicht eine Bombe drin mit dem Zeitzünder. Wer sollte denn Interesse daran haben, mich und den Bus in die Luft zu sprengen? So wichtig bin ich noch gar nicht. Hast du noch nie was von der Tamilien-Mafia gehört? Nee. Ich verständige die Einsatzleitung. Und denk dran, Franz, du hast Familie. Mach die Tür zu! Metronom, Ihre Bombe. Mann, Franz, und da machst du die Pferde scheu. Wer soll auch ausgerechnet dir eine Bombe in den Bus packen, Franz? Noch ein Wort, Fritz. Schon noch ein Wort. Friedlich, du. Kinder. Hätte ja sein können. Natürlich. Ach, Waltraud. 14, 17 können Sie sauber machen. Ja, danke. Morgen, Hilde. Hallo, Vera. Na, wie geht's? Ach, nicht so gut. Ich verkaufe viel zu wenig. Vielleicht liegt es an deinem Angebot, Hilde. Meinst du die Qualität der Sachen? Nein, ich weiß, wie sehr du darauf achtest. Aber vielleicht sind das nicht gerade die Sachen, die die Leute hier draußen kaufen wollen. Findest du? Ja, Hilde. Wer hier ins Hotel kommt, will sich nicht in erster Linie einkleiden. Dazu fährt er zum Kudamm. Hm. Wenn du hier etwas verkaufen willst, muss das sofort ins Auge springen. Guten Morgen, die Damen. Morgen, Waldi. Was haben Sie eigentlich in der Hotelküche gesucht? Eigentlich nicht. Ich wollte nur der Franziska guten Morgen sagen. Sie haben mir doch versprochen, die Franziska in Ruhe zu lassen. Sie wissen doch, sie gehört zu Oskar. Natürlich, Frau Bammersch. Hm. Wollten Sie nicht nach Hause zurückkehren? Ja, ja, ich weiß, aber die in Dresden ausgerechnet auf mich und meinen Würstchen-Kiosk warten. Und was soll das sein? Das ist mein Warenbestand. Hatte ich nur untergestellt. Also, Hilde, sag mal, wolltet ihr nicht nach Dresden zurück? Ja, ja. Du hör mal, für noch teurere Ware fehlt mir die finanzielle Basis. Und ich musste auch von Frau Klebenow so viel Ware annehmen, weil ich dachte, die engagiert meine Tochter Karin, weißt du? Also das habe ich von Dr. Stadler gelernt. Geschäft ist Geschäft. Ganz knallhart. Du, da interessieren private Dinge überhaupt nicht. Ciao. Ciao. Ja, Geschäft ist Geschäft. Sie sind vorläufig festgenommen, Waldemar Sonntag. Ach, kein Quatsch, Atze. Ich hab dich schon längst herumschleichen sehen. Ach, Mensch, Waldi, du. Ich hab dich wie ein Verrückter in ganz Europa gesucht. Steckbrieflich über Interpol. Fass mal mit an, der Tisch muss hier in die Mitte. Als ich noch bei der Kripo war, wäre das ja Kinderspiel gewesen. Jedenfalls hat deine Tochter aus Paris an deine Geschiedene geschrieben. Und über die war es ja nur kein Kunststück mehr, an deine Adresse zu kommen. Sag mal, Waldi, fühlst du dich eigentlich wohl hier als Würstchenverkäufer? Ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich Unternehmer bin. Würstchenunternehmer? Entschuldigung. Immer noch besser als 90er-Jährigen Omis irgendwelche Versicherungen aufzuquetschen. Ach, weißt du, Waldi, das hat mir auch nie gefallen. Aber jetzt habe ich was. Und deswegen bin ich hier und will mit dir sprechen. Ich sehe nicht, dass du wieder bei der Krippe bist. Ja, weißt du, Waldi, für die sind mir Bilde überhaupt keine Menschen mehr. Aber haben mir da bloß Diebe eingesackt. Du, ich wusste nicht, dass die von der Stasi immer eine Kopie von jedem Vernehmungsprotokoll bekommen haben. Waldi, ich mache dir ein Angebot. Du könntest zu uns kommen. Wir machen private Ermittlungen.
irgendwelchen Eheleuten und dann Betten rumschnüffeln? Nein. Wir sind keine intimen Schnüffler. Wir fahren richtig so nach Sachen, die verschwinden. Autos, Boote, Kunstwerke. Diebstahl, das war ja mein altes Gebiet. Ja. Ach Quatsch, ich hab da jetzt hier meinen Auskommen. Sag mal, Waldi, zuckst dich nicht manchmal in den Fingern, wenn du siehst, wie unsere alten Kunden den Leuten das Geld aus der Tasche zerren. Es zuckt, Atze. Es zuckt. Neulich habe ich geträumt, dass ich eine Autoschieberbande habe auflegen lassen mit bekannten Namen. Wie hieß denn der hier nochmal? Der Trabi-Kralle, der war auch dabei. Der musste allerdings umschulen auf Mercedes. Tja, Waldi, und du wirst nicht glauben, Trabi-Kralle ist wirklich wieder dabei. Du bist ja ganz feiner Pinkel geworden. Und auf der Elbchaussee jetzt. Warte mal, du musst dich ja nicht gleich entscheiden. Ne? Denkst du mal so an schöne Dresden? Ne? Wohnen kannst du ja vorübergehend bei uns. Wäre schon nicht schlecht. Mein Bruder, bei dem ich wohne, ne, der wäre froh, wenn mich los wäre. Ich überleg's mir, Atze. Ich überleg's mir. Kannst du mal bitte raufkommen? Du siehst doch, dass ich arbeite. Was willst du denn? Ich brauche mal 50 Mark. Hab ich nicht. Soll ich Ihnen was leihen, Fili? Nein, danke, Frau Kretschmer. Ich hab ja Geld. Nur Hans Hermann muss es nicht wissen, weil er kauft sich doch so gern was. Was kauft er sich denn so gern? Hat sie nicht. Das glaubt sie nicht. Ich sofort? Na los, du hast keine Ansprache. Sonst kommen uns meine Brüder wieder auf die Schliche. Hm. Einsteigen, gnädigste? Vorsicht, mein Auto ist sensibel. Wie du, Prinzessin? Super. Hm. Bestimmt hinter uns her. Ah, ich sehe niemanden. Du hast doch keinen Schimmer, wie raffiniert die sind. Ich dachte, du hättest deine Brüder besser im Griff. Wo fahren wir überhaupt hin, Prinzessin? Wirst du schon sehen, Doktor. Ein bisschen Romantik muss sein. Ich liebe Romantik. Kein Mensch ist uns nachgefahren. Ja, keiner. Hier ist doch überhaupt nichts los. Ja, nicht. Das sind wir ganz anders. Nur wir beide. Mann, super, bis du so weit schnallst. Du bist echt klasse. Ich hab dir was mitgebracht. Augen zu. Augen auf. Du musst ja Cola. Ach, Quatsch. Ich bin kein Krösus. Aber zu dir passt eben nur was Stilvolles. Du kommst mir vor wie aus einer Oper. Ich habe immer Angst, dass du anfängst zu singen. Oh. Kannst du eigentlich auch normal reden? Glaub schon, aber im Moment ist mir nach was anderem zumut. Nee, Doktor, aber nicht hier. Warum nicht? Wir haben's alleine, wa? Könnte dir so passen. Nur dir und dein Vater nicht, oi? Hey, nun fang doch nicht gleich an zu prügeln. Eure Schwester und ich, wir wollten doch nur ein bisschen... Ja, halt den Rand, Alter. Wir wissen ganz genau, was du von Walli wolltest. Du hast doch versprochen, von sie zu lassen. Das ist Wortbruch, Mann. Auf sowas reagieren wir allergisch. Ihr seid wie die Kletten. Wie seid ihr denn jetzt hergekommen? Na, besonders helle bist du ja noch nie gewesen. Hier hast du dich doch schon mit deinem Ex getroffen. Und den haben wir auch platt gemacht. Wir wussten gleich, wo euch hinverzieht. Idioten machen mich fertig. Hey, das sind meine Brüder. Auf die lasse ich nichts kommen. Abstand sollt ihr halten. Haben die keinen Beruf oder sowas? Ein guten Job für sie? Na also. Die leben von der Stütze. Und ich schlepp sie mit durch. Die sind eifersüchtig. Haben Angst, dass mich einer klaut. Außer mir haben die niemanden.
Papa und Mama haben nur eins im Kopf, volle Flaschen. Da sind wir irgendwann abgehauen. Ja, meinetwegen. Aber gibt's nicht eine Möglichkeit, dass wir endlich mal alleine sind? Meine Firma macht eine Modenschau. Da muss ich helfen. Da lassen die meine Brüder nicht rein. Hier ist eine Einladung. Sind da nicht ein bisschen viele Leute? Ach, wir finden schon einen Action-Doktor. Du bist ja schon da, mein Schatz. Ja, hab die letzte Kundin sausen lassen, diese Pfarrerin, weißt du? Zum Predigen reicht die Frisur noch. So kommst du nie auf den grünen Zweig. Ach nee, hast du wohl Angst, dass ich dir keine Bücher mehr kaufen kann, hä? Wie wär's, wenn du selber mal was arbeitest? Ich habe heute 4 Stunden Vorlesung gehabt. Hegel. Na toll. Sag mal, hast du die silberne Kette mit der Gemme gesehen? Die ist irgendwie weg. In meiner Jacke ist dein Schmuck bestimmt nicht. Wieso? Kann doch sein, dass sie vom Kleid abgefallen ist. Hä, was ist das denn? Das ist nicht für uns. Das ist für die Sonntags. Hilde hat auch irgend so einen Laden. Aha. Das gebe ich mal besser ab, hä? Wo du doch so auf langbeinige Models stehst. Mist. Schön, danke. Hallo. Hallo, was ist denn hier los? Donnerwetter siehst du aus. Franz, mein Geschäft ist im Aufwind. Hast einen Reibach gemacht, einen 1000-Füßler Hosenverkauf. Ach, Quatsch. Jemand hat eine Einladung zur Modenschau abgegeben. Und da muss ich Ihre Frau natürlich entsprechend zurechtmachen. Warum gehst du nicht mal zu einer richtigen Friseuse und du mit deiner Schwarzarbeit? Hier bist du die Gewerbeaufsicht auch noch mal. Da kannst du dir ganz schön was beraten. Franz, nun mecker nicht. Beeil dich. Zieh dich um, wir müssen gleich los. Mich kriegst du heute nicht aus dem Haus. Es ist Fußball angesagt, Europapokal. Franz, du musst mitkommen. Wenn ich alleine gehe, ohne Begleitung, dann merkt man gleich, dass ich nur einen kleinen Laden habe. Dann nimmt man mich nicht ernst. Leider. Mir kannst du heute nicht rechnen. An jedem anderen Tag, aber nicht heute. Franz, bitte. Auweia. Das ist auch nicht die vornehmste Gegend für eine Modenschau, wa? Nee, aber vielleicht ist es innen ganz toll. Die ganz normale Kneipe. Du kümmerst dich um die Kledage und die Kappen und Walkman mitgenommen. Für das Pokalspiel an. Jetzt haben wir sogar einen Fernseher. So, also hier. Dann können wir jetzt schon wieder laufen. Ja, du komm, Junge! Junge, los! Das Tor! Den schießt doch! Jetzt ist eine Modenschau. Die Kneipe ist ein Pokalspiel. Fußballspielen müssen wir können, ey. So weit. Wo ist meine Hand? Hey, wen haben wir denn da? Meine Retterin in der Not. Ach, der Omnibus-Kutscher. Wo hast du denn den Doktor gelassen? Was? Wo hast du denn den Doktor gelassen? Welchen Doktor? Na, dein Sohn. Hans Hermann, das ist nicht mein Sohn. Überall wird man beschissen. Im Geschäft hat sie gesagt, das wäre ein Unikat. Das gibt's nur einmal, hat sie gesagt. Was? Wie läuft's denn da drin? Prima. Ja? Stell dich nicht so an, los, ab. Was ist das überhaupt für eine Firma? Ist ja alles ein bisschen, ja, improvisiert, ne? Naja, im Improvisieren sind wir Meister. Aber sonst alles Modellkleider, Haute Couture. Hildchen und Haute Couture, Mensch. Sau teuer, hm? Alles billige Auslandsware. Die Kleider sehen aus wie Designerklamotten, sind aber nur geklont. Geklont? Na, nachempfunden. Ach so. Ich hab die Einfuhrpapiere gesehen, alles sauber. Nur ab, du stehst im Weg. Guck mal, ob die dir nicht den Ball klauen. Und größer als Hermann. Mach ich. Mensch, Junge, jetzt läuft er noch in die Abseitsfalle. Wunderschöne Modelle. Ja. Viel zu schön für den Preis. Vielleicht ist die Ware geklaut. Nee, alles ordnungsgemäß eingeführt worden. Die Papiere sind in Ordnung. Woher weißt du denn das? Ich hab meine Verbindung. Die Kleider sind nachempfunden, also geklont. Was sind die? Ja, weiß ich auch nicht. Du bist aus der Branche. Geklont eben. Du bist ein Klon. Jedenfalls werde ich was von der Ware ordern. Ich fand's sehr aufmerksam, von denen mich einzuladen mit meinem kleinen Laden. Wie ich rausgehört habe, haben die anderen nur große Unternehmen. Ein Drink?
Oh, ja. Frau Sonntag? Ja? Oh ja, das würde Ihnen gut stehen. Das würde ich gerne mal probieren. Ja, natürlich. Die letzte Kabine hinten links ist frei, ja? Vera, hallo. Suchst du was Bestimmtes? Nein, ich habe gehört, du hast so hübsche Sachen. Ja, ja, Gott sei Dank, ich verkaufe mich verrückt. Oh, das sieht aus wie aus Paris. Paris im Schlosshotel. Bitte. Franz hat gesagt, die Sachen seien geklont. Weißt du, was das heißt? Wie heißt das, geklont? Geklont. Ich weiß nicht, was ich auch nicht. Darf ich das mal anprobieren? Ja, natürlich, aber geh rauf zu dir, ist alles gesetzt, die Kabine. Tschüss. Darf ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich glaube, das ist ein paar Nummern zu groß. Dann warten Sie mal, die kleine Größe ist hier. Versuchen Sie das mal. Ah, alles ja? klar, danke schön. Und Sie? Hi. Hi. Was ist das denn? Neues Hobby? Papierschnipsel sortieren. Ach, Blödsinn. Das ist für das Fach Gestalten. Wir sollen irgendetwas Künstlerisches gestalten. Aber was? Oh, warte. Und was soll das sein? Das ist ein Baum, an dem eine Trompete wächst. Sieht doch jeder. Tatsächlich. Karin, ich muss dir was sagen. Wenn es um Hans Hermann geht, dann möchte ich es gar nicht wissen. Vermisst du gar nichts? Doch, mein Kettchen mit der Gemme. Gott, es tut mir so leid. Ich habe sie auf der Straße gefunden und dann hat sie mir so gefallen, dass ich sie noch ein bisschen behalten wollte. Und jetzt ist sie verschwunden. Weg. Und warum erzählst du mir das? Ich meine, ich hätte nie gewusst, dass du... Ach, das wäre doch so, als ob ich sie dir geklaut hätte. Und damit kann ich nicht leben. Ich könnte schwören, dass ich sie in meine Tasche gesteckt habe, aber da ist sie nicht. Könnte es vielleicht sein, dass Hans Hermann sie genommen hat? Was soll denn Hans Hermann mit dem Kettchen mit einer Gemme dran? Sag mal, du glaubst doch nicht, dass er sie... Doch, genau das glaube ich. Nee, Karin. Hans Hermann ist wahrhaftig kein Engel, aber klauen, das würde der nicht. Mm-mm. Mhm. Guck mal, jetzt hat unser Baum noch Wurzeln. Meine Güte, Vera, du siehst schön aus in dem Kleid. Ja? Ja. Ich würde mich auch schön kühlen, wenn ich es in Paris gekauft hätte. Wieso? Was ist an dem Kleid nicht in Ordnung? Da ist eine ganze Menge dran nicht in Ordnung. Warum denn? Das Design ist wundervoll. Die Verarbeitung fabelhaft. Du siehst glänzend darin aus. Was hast du dagegen? Das da. Hey, das ist ja dein Kleid. Ja, und die anderen hast du auch im Verkauf. Ach, das finde ich ja toll. Ich sag ja, Paris im Schlosshotel. Entschuldigen Sie, wo hängen denn hier die Kostüme? Kostüme da drüben, bitte. Danke. Ich bin sprachlos, Hilde. Du kannst als Geschäftsfrau nicht derartig naiv sein. Diese Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Du bist da in eine krumme Sache hineingeraten. Das ist Entschuldigung, darf ich das mal anrufen? Ja, natürlich, da hinten ist eine Kabine. Das ist, als wenn du einen falschen Rembrandt verkaufen würdest. Du meinst? Ja, die Zeitung ist eine Woche alt. Die Modelle wurden vor 14 Tagen in Paris gezeigt. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, ruf die Handelskammer an und frag, was du tun sollst. Wenn ich nicht anrufe, vielleicht merken die es nicht. Du wirst dich doch nicht an einem Verbrechen beteiligen, das bald auffliegt. Na, natürlich nicht. Ich rufe an. Hm. Ich zieh das Modell aus. Ach, um Gottes Willen. Pass auf, die Farbe sieht man immer erst richtig, wenn die Haare ganz trocken sind. Dass du keine grüne Strähne haben wolltest. Das ist wirklich total in heute. Bei mir nicht. Karin, was mit deinem Freund, ne? Das hast du nur erfunden, damit ich nicht eifersüchtig bin wegen Hans Hermann, stimmt's? Ach, Blödsinn. Dauernd am Lautsprecher, er hat mir eine Karte geschickt aus der Kur. Du kannst sie gerne lesen. Liebe Karin, uns geht es hier sehr gut. Wir haben viel Spaß miteinander. Viele Grüße, dein Bello. Ha, ha, ha. Das soll dein Freund sein, ja? Kein Kuss und nix. Mit wem ist er denn da? Mit seinem kleinen Bruder. Wer es glaubt. Bello würde mich nicht anlügen. Karin, hier steht, uns geht es hier sehr gut. Wir haben viel Spaß. Mensch, der ist doch garantiert mit einer anderen da. Und hat noch den Nerv, dir so eine Karte zu schreiben. Ach, Blödsinn. Wenn das mein Typ wäre, ja, der könnte sich in Zukunft seine Karten in die Haare schmieren. Du tickst doch nicht ganz richtig. Wer nicht ganz richtig tickt, bist eindeutig du. Wie kann man so naiv sein, auf so einen Typen reinzufallen? Weißt du was, du bist bloß neidisch, weil dein Hans Hermann meinem Bello nicht das Wasser reichen kann. Du versuchst doch nur, dir irgendeinen Typen schön zu reden, weil bei Hans Hermann nicht landest. Dein Hans Hermann interessiert mich kein Stück. Natürlich nicht. Gib's doch zu, du bist immer noch hinter ihm her.
Ach, du weißt ja nicht, was du redest. Aber eins sag ich dir. Wenn du Hans Hermann noch einmal anfasst, ja, dann passiert was. Sind Sie ja Sonntag? Was ist denn da bin los? Ich. Um was geht's? Wir kommen vom Landeskriminalamt. Uns liegt eine Anzeige vor. Verstoß gegen das Wettbewerb. Ich lasse eigentlich grundsätzlich keine Fremden ins Haus. Aber was kann schon ein Einzelner gegen die Behörden ausrichten, ne? Wir haben hier auch eine Durchsuchungsanordnung. Würden Sie die bitte mal durchlesen? Behörde. Mist. Die kommen doch sicher meinetwegen. Blödsinn. Doch, wegen meiner Schwarzarbeit. Kapier ich nicht. Verstehe kein einziges Wort. Können Sie mir das mal übersetzen? Es geht um die Sicherstellung von Textilien, die durch die Firma Sonntag widerrechtlich veräußert werden. Also hören Sie mal, wir sind doch keine Chicago-Gang, die nachts Warenlager ausräumt. Alles, was Sie hier sehen, ist bezahlt mit sauer verdientem Geld. Das muss ein Irrtum sein. Das hier ist doch nicht das Geschäft, das ist ein Wohnhaus. Dann sind Sie wohl Frau Sonntag. Nein, ich bin die Tochter. Aber auch meine Mutter klaut nicht. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, handelt es sich um Waren von zweifelhafter Herkunft. Wir haben hier eine Liste von Textilien, die unberechtigt nach Haute-Couture-Modellen hergestellt und vertrieben wurden. Na prima, und hier ist das neueste Modell von der Mailänder Modemesse. Ach, Papa, lass mal. Die Boutique meiner Mutter befindet sich am Schlosshotel. Das Warenlager ebenfalls, da müssen Sie sich hinwenden. Vielen Dank. Und wenn Sie... Auf Wiedersehen. Ja. Und wenn Sie meiner Frau Ärger machen, dann kriegt das mit mir zu tun. Hey, 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 nein, das gehört doch gar nicht zu den Sachen. Warum schickt man Leute, die keine Ahnung haben? Bitte, bitte, bleib ruhig. Wir wollen die Sache ohne Aufsehen hinter uns bringen. Das ist auch für den Hotelbetrieb keine Reklame. So, das wär's dann. Sie müssen bitte hier unterschreiben. Außerdem möchte ich feststellen, dass Frau Sonntag die Sache selbst angezeigt hat und sie ihre Aktion keinem Widerstand entgegengesetzt hat. Meine Sachen, die habe ich doch bezahlt. Liebe Frau Sonntag, wichtig ist, dass Sie straffrei bleiben. Außerdem werden wir versuchen, die Vertriebsfirma regresspflichtig zu machen. Ob ich das alles verkraften kann, da kommen ja auch Ihre Anwaltskosten noch dazu. Naja, allerdings. Wenn du meiner Freundin auch nur einen Pfennig abnimmst, dann sind wir geschiedene Leute, Stadler. Aber Vera, Liebling, du hast doch nicht im Ernst gedacht, dass ich deiner Freundin eine Rechnung schreiben werde. Sowas fällt bei mir natürlich unter Kulanz. Gut. Komm. Was sagt ihr nochmal? Für 5000 Mark haben die Ware beschlagnahmt. Du, die knöpfe uns vor diesen sauberen Geschäftsmann, das verspreche ich dir. Da fahren wir hin. Die Adresse krieg ich schon raus. Hallo, Franz. Ja, ich muss jetzt Schluss machen, ja? Komm so schnell wie möglich nach Hause. Pass mal auf. Wie heißt sie und wo finde ich sie? Wen meinst du denn? Na, diese Exotin aus dem Park, die mit dem Lippenstift. Franz, ich schwöre dir, mit der hab ich nichts. Darum geht's jetzt nicht. Ich will wissen, wo ich sie erreichen kann. Das ist eine Betrügerin. Das ist sie nicht. Sie ist ein ganz klasse Mädchen. Mag ja sein, aber ich muss wissen, wo ich sie finden kann. Dazu müsste ich in mein Notizbuch gucken. Mein Gott, dann guck doch nach. Hier ist die Adresse. Willst du sie wegen der Kette mit der Gemme belangen? Mensch, mir ist doch egal, was die für einen Schmuck trägt. Die kann sich einen Knopf an die Backe nehmen. Ist mir doch egal. Ich will an den Chef ran. Franz, aber bitte tu ihr nichts. Notiz. Ist das die Firma Textilkooperation? Ja, so schnell auf der Rechnung. Komm rein. Da kommen wir wohl im richtigen Augenblick, hä? Wollen eine Fliege machen? Du willst dich verdrücken, hm? Ja, zum Arbeitsamt, weil meine Stelle hier platt ist. Denken Sie mal, mein Chef schuldet mir noch 2 Gehälter. Und seinen Anteil an der Krankenkasse hat er auch nicht bezahlt. Claro. Lass mir doch von so einer jährigen Bären aufbinden. Du steckst doch mit dem unter einer Decke, gib's doch zu.
Da wir jetzt schon wieder beim Du sind, Franz, darf ich dich mal mitfahren? Geht's diesmal wieder um einen versuchten Autoklau oder geht's um größere Beträge? Es geht um ein paar tausend Mark und das der Du, ja? Ich glaube, wir klären diese Sache mal ganz in Ruhe. Der Besitzer von dieser Firma ist also verschwunden, ja? Er kann sich doch aber nicht in Luft aufgelöst haben. Doch, er kann. Was meinen Sie, wie viele Leute den suchen? Deswegen gehe ich doch. Alle lassen ihren Ärger an mir aus. Ja, aber er muss doch irgendeine Privatadresse haben. Ja, ein Hotel. Naja. Aber da ist er nicht mehr. Und die Angaben im Handelsregister stimmen auch nicht. Vielleicht suchen Sie mal die Riviera nach ihm ab. Ich nehme an, er sitzt da und verprasst meine Gehälter. Ja, und mein Geld. Ich habe doch die ganzen Sachen schon bezahlt. So kommst du mir hier nicht weg, Mädchen. Du hast ihm bei diesem Betrug geholfen. Mit ihrem Gedächtnis geht's wohl auch bergab. Alzheimer, wa? Ich habe ihm doch gesagt, dass die Sachen nachgemacht sind. Geklont. Das hier ist wohl auch geklont, wa? Hauptsache nicht geklaut. Komm, Franz, pack ganz weg. Übrigens, Küsschen für den Doktor. Was nun? Ja, was nun? Zurückgepfiffen. Du hättest so deine Verbindungen, das waren doch deine Worte. Das ist alles ordnungsgemäß eingeführt. Ich hab dir vertraut. Ich bin schuld, oder? Wer wollte denn unbedingt auf dieser Modenschau? Du fühlst dich doch richtig bumpfhiedelt, als die Einladung kam. Es hat doch gar keinen Zweck, sich jetzt zu streiten. So wenig Ware in der Boutique. Bestell neue. Bestell neue, wovon denn? Hab kein Geld. Neuen Kredit will ich nicht aufnehmen. Sag mal, Hütchen. Bist du pleite? Noch nicht. Aber beinahe. Sag mal, wieso hat dieses Mädchen dich eigentlich geduzt da in diesem Büro? Weil ich ein Frauentyp bin und ab jetzt nur noch junge Dinger mag. Und weil Frauen ab 30 gruftig sind. Schon mehr gelacht, du. Sag mal, wo ist eigentlich die Gemme, die Papa dir zum Geburtstag geschenkt hat? Ja, die ist oben im Zimmer. Ich kann sie doch nicht jeden Tag tragen. Das beruhigt mich. Ich habe so ein Ding nämlich gerade bei einem Mädchen gesehen, das offenbar unser Hans Hermann sehr gut kennt. Entschuldige, Mutti. Ich glaube, ich muss noch was erledigen. Ah, Salve. Los, komm mit in mein Zimmer. Mit Vergnügen, Lady. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, Teuerste. Ja, welcher Temperament. Du mieses kleines Miststück, gib mir sofort meine Gemme zurück. Du hast sie doch bestimmt irgendeiner solchen Dulcinea geschenkt. Was? Ach nee. Ich hab's doch geahnt. Alte Liebe rostet wohl nicht, ha? Feli, ich kann Judo. Außerdem hat er noch eine verdient. Feli, ich... Eigentlich solltest du ihn rausschmeißen, er... Er hat mir mal sein Zitatenlexikon geschenkt und jetzt will er es wiederhaben. Hier. Und jetzt raus. Los, verschwinde. Feli, zwischen ihm und mir, da ist nichts. Glaub mir, überhaupt nichts. Das ist ein Hirngespinst, das nur in deinem Kopf existiert. Das werden wir ja sehen. Doktor, wir haben es geschafft, ein Lücke zu machen. Bei deinen Brüdern bin ich mir nicht sicher. Sie lieben mich eben. Das ist keine Liebe, das ist knisternde Eifersucht. Was für ein Film läuft denn überhaupt? Ist doch egal, was auf der Leinwand passiert. Hauptsache, es ist dunkel und leer. Du scheinst es ja nötig zu haben, Doktor. Los, du wolltest den Film sehen. Langsam, Doktor. Der Film hat ja noch nicht mal angefangen. So lange kann ich nicht warten. Ein bisschen Geduld musst du schon haben. Mmh. Hey, das geht doch hier nicht. Es geht alles. Nur versuchen. Da vorne spielt die Musik. Für einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Guten Morgen. Frau Kretschmer, ist die Hilde schon weg?
Nein, nein, die holt gerade den Wagen aus der Garage. Gott sei Dank, dann nimmt sie mich ja bestimmt mit. Ich habe nämlich verschlafen. Letzte Bier war bestimmt zu viel gestern. Das trifft sich ja gut, Herr Waldi. Ich habe nämlich etwas mit Ihnen zu besprechen. Um was geht's, Frau Kretschmer? Um Ihre Ehre, Herr Waldi. Na, die hab ich, Frau Kretschmer. Sie haben keine. Was haben Sie mir vor ein paar Wochen versprochen? Gut, da werde ich Ihrem Gedächtnis mal auf die Sprünge helfen. Sie haben mir versprochen, meiner Schwiegertochter aus dem Weg zu gehen. Stattdessen gebären Sie sich wie ein verliebter Gocke, wenn Franziska in der Nähe ist. Vorgestern haben Sie ihr sogar Rosen geschickt. Das ist bei mir eine Reflexhandlung. Das kommt bei mir aus dem tiefsten Inneren, Frau Kretschmer. Eben, und das ist die Gefahr. Außerdem haben Sie mir versprochen, zum schnellstmöglichen Termin in Ihre Heimat zurückzukehren. Ich habe noch keinen Käufer für meinen Kiosk gefunden. Was soll er kosten? Für 10.000 Mark wird schon hergehen. Gut, Sie kriegen Ihre 10.000 Mark. Aber in bar. Mein Bekannter wird Ihnen das Geld auch in bar zahlen, wenn Sie wollen. So, Mutter, steig ein. Waldi, willst du auch mit? Ja. Nein. Waldi und ich haben mit Poppendorf noch ein Geschäft abzuwickeln. Würdest du bitte an Waldis Kiosk einen Zettel anpinnen, wo drauf steht, erst ab mittags geöffnet wegen Besitzerwechsel? Ja, gut, mach ich. Gib mir die Tasche, danke. Ich komme danach. Also, tschüss dann. Ich bin richtig gut drauf. Heute ist ein besonderer Tag. Für mich auch. Ich fahre nach Hamburg. Was willst du denn da? Oh, ich habe da was zu erledigen. Du, Hans Hermann ist auch schon ganz aufgeregt, mich für 2 Tage los zu sein. So eine sturmfreie Bude, das ist doch was. Findest du nicht auch? Was willst du damit sagen? Ja, ich meine, das eröffnet Möglichkeiten. Oh, Felix, verdächtigst du mich schon wieder? Mensch, heute kommt Bello zurück. Bello? Was ist denn das für ein Name, hä? Du heißt doch höchstens ein Hund. Fang nicht schon wieder an, bitte. Mensch, Feli, was hast du dir dabei gedacht? Mit so einer grünen Strähne kann ich unmöglich zum Seminar gehen. Mach das sofort wieder raus. Karin, es tut mir furchtbar leid, mein Zug fährt. Oh, pass auf, trocknen kannst du mir die Haare ja selber. Mach's nicht zu heiß. Tschüss. Das kann ich mir unmöglich alles rausschneiden. Diese blöde Ziege. Fräulein Felicitas, Sie sind ja heute so aufgekratzt. Ja, ich freue mich so, dass ich in Hamburg bin. Wieso in Hamburg? Naja, mein Freund denkt, ich wäre in Hamburg. Ja, und? Ja, ich kenne doch meinen Haha. Der ist jetzt mit dieser Sonntagskröte allein im Haus. Ich weiß doch, was die machen. Ich wette, die schwänzen die Vorlesung und... Naja, jetzt knutschen sie wohl noch. Und später, da komme ich dann ganz plötzlich nach Hause. Also, Fräulein Felicitas, Ihr Verhalten und das Ihres Freundes kann man aber nur sehr schwer mit dem christlichen Glauben vereinbaren. Ach, wissen Sie... Der liebe Gott hat ein großes Herz. Ah. Mensch, Achmed, jetzt halt mal die Klappe. Das ist doch mal anders. Die kann ich doch einfach mal. Südafrika, was? Mensch, Mädel, was habt ihr denn hier? Hey, hallo, Bello. Karin, wie siehst du denn aus? Dass du so einen neumodischen Scheiß mitmachst? Ist doch nur verfärbt. Außerdem, du hast ja auch einen Pferdeschwanz. Ja, da hast mich kalt erwischt. Wie geht's eigentlich, Benno? Dass du dich an den Namen von meinem Bruder erinnerst? Ja, dem geht's gut. Hör mal, du Meerjungfrau, wir müssen mal zum Sport. Entschuldigung. Ein Inner. Ah, meine Prinzessin, wir sind ganz allein. Hey, du zerdrückst den Kuchen. Ah, keine Sorge. Wie siehst du überhaupt aus? Empfängt man so eine Dame? Ja. So. Was hast denn du vor? Ein römisches Bad mit dir nehmen. Total übergeschnappt. Ein Stück, das Wasser ist schon eingelaufen. Auf euch warten wohlriechende Kräuterknete. Lernt man das alles beim Studium? Ah, das ist der römische Stil, den muss man im Blut haben. Mein Gott, wieso habe ich mich nicht früher mit Philosophen befasst? Wegen der grünen Strähne trägt sie einen Hut.
Das gibt's doch gar nicht. Und ich kann vor Gewissensbissen nicht mehr schlafen. Na, wie kann das erleben? Karin! Kommt raus da! Macht sofort die Tür auf! Aufmachen! Komm sofort raus da, Karin! Rauskommen! Das solltest du nicht tun. Komm raus da! Guten Tag. Wer ist das denn? Freitag ist für mich der schlimmste Tag. Ja. Die Leute sind direkt hysterisch. Die drängeln den Bus wie die Bekloppten. Man hat das Gefühl, Freitag ist der einzige Tag, an dem sie was erledigen können. Bei mir genauso. Ich bin ja noch froh, dass der Dr. Stadel die Sache so weit gebracht hat. Guten Abend. Wer ist das denn? Dass ich für die geklonten Sache keine Strafe zahlen muss. Aha. Aber die Kleider sind leider futsch. An so einem Tag bin ich heilfroh, in ein stilles, friedliches Heim zurückzukehren. Sehr still und friedlich. Home sweet home. Franz, reg dich nicht zu sehr auf. Feli, wollen wir mit dem Unsinn nicht aufhören? Mit einem Kerl wie dir wohne ich keinen Tag länger in einem Zimmer. Mit dem Typen, der mich betrügt und auch noch klaut. Der klaut? Ja, der klaut. Hast du den Schmuck aus meiner Tasche genommen, dieser Ische gescheint oder nicht, hä? Ich wollte ihn dir nicht stehlen. Aha. Und was dann? Als ich Karin Schmuck bei dir gesehen hatte, da dachte ich... Da dachtest du, ich hätte ihn Karin geklaut? Ja, so sah es aus. Und es war mir echt peinlich. Dann musst du ihn gleich der Nächstbesten schenken, hä? Nee, Hans-Hermann, wir sind getrennt. Jetzt packt einer und schiebt den Schrank in die Mitte. Auf! Entschuldigung, wie willst du denn die Klamotten überhaupt rauskriegen? Ist ja wohl mein Problem, oder? Ja, mein Problem. Das reicht, das ist die Mitte. Oh, hast du im Lotto gewonnen? Donnerwetter. Wollt ich heute Kuchen spendiere? Mhm. Nein, das ist der letzte Rest von meinem Taschengeld. Ohne Grund? Einfach so? Hm, eigentlich habe ich einen Grund. Gut, dass ihr da seid. Es ist etwas vorgefallen. Mutter, macht's mal wieder spannend, ne? Was ist denn vorgefallen? Meinst du diese saublöde grüne Locke, die deine Enkeltochter da am Haar hat? Grün, Mensch. Findest du noch gut, oder? Ach, sie gefällt dir nicht? Stell dir vor, die hat mir Felicitas reingefärbt. Einfach so als kleine Überraschung. Das darf doch nie wahr sein. Die kommt raus und wenn sie rausgeschnitten wird. Nein, das bleibt drin und ich trag das. Soll uns immer an unsere netten Untermieter erinnern. Nun seht euch das ist mal an hier. Was ist denn das? Aus der Sternzeitung, Horoskop. Ja, hier steht auch, was du mir heute aus der Zeitung vorgelesen hast. In geschäftlichen Dingen werden Sie in diesem Monat sehr viel Erfolg haben. Ja, das ist es ja. Ich habe heute Waldis Euro-Wurst-Kiosk an den armen Poppendorf vermittelt. Und es hat geklappt. Na also. Ja, prima. Und dann habe ich diese Blätter hier im Müll gefunden. Die sind doch vom Computer, nicht? Ja. Und der Einzige, der hier im Haus einen Computer hat, ist Papas Liebling. Der bedeutende Philosoph und Sterndeuter Hans-Hermann Hansen. Er hat die Horoskope geschrieben. In mir ist eine Welt zusammengebrochen. Oh, Mutter. Doch nicht so schlimm. Ich dachte doch ein bisschen, was ist dran. Aber Hans-Hermann hat ja nicht mal ein Fernrohr für die Sterne. Und sie funktionieren trotzdem. Und auch das Horoskop. Wir werden jetzt endlich meinen über alles geliebten Bruder los. Und kein Mensch bemerkt, dass ich Papas tolles Geburtstagsgeschenk trage. Also ich hab's gleich gesehen. War nur abgelenkt durch dieses blöde Grün in deinen Haaren. Ah, Papa ist der Beste. Ja. Ich hab mal Angst, dass du anfängst zu singen. Oh. Kannst du eigentlich auch normal reden? Glaub schon, aber im Moment ist mir nach was anderem zumut. Nee, Doktor, aber nicht hier. Warum nicht? Alleine, wa? Das könnte dir so passen. Nur dir und dein Vater, nicht euch? Hey, nun fang doch nicht gleich an zu prügeln. Eure Schwester und ich, wir wollten doch nur ein bisschen... Ja, halt den Rand, Alter. Wir wissen ganz genau, was du von Walli wolltest. Du hast doch versprochen, von sie zu lassen. Das ist Wortbruch, Mann. Auf sowas reagieren wir allergisch. Ihr seid wie die Kletten. Wie seid ihr denn jetzt hergekommen? Na, besonders helle bist du ja noch nie gewesen. Hier hast du dich doch schon mit deinem Ex getroffen. Und den haben wir auch platt gemacht.
Wir wussten gleich, wo euch hinverzieht. Diese Idioten machen mich fertig. Hey, das sind meine Brüder. Auf die lasse ich nichts kommen. Abstand sollt ihr halten. Haben die keinen Beruf oder sowas? Hast du einen Job für sie? Na also. Die leben von der Stütze. Und ich schlepp sie mit durch. Sie sind eifersüchtig. Haben Angst, dass mich einer klaut. Außer mir haben die niemanden. Papa und Mama haben nur eins im Kopf, volle Flaschen. Da sind wir irgendwann abgehauen. Ja, meinetwegen. Aber gibt's nicht eine Möglichkeit, dass wir endlich mal alleine sind? Meine Firma macht eine Modenschau. Da muss ich helfen. Da lassen die meine Brüder nicht rein. Hier ist eine Einladung. Ach, sind da nicht ein bisschen viele Leute? Ach, wir finden schon einen Action-Doktor. Du bist ja schon da, mein Schatz. Ja, hab die letzte Kundin sausen lassen, diese Pfarrerin, weißt du? Zum Predigen reicht die Frisur noch. So kommst du nie auf den grünen Zweig. Ach nee, hast wohl Angst, dass ich dir keine Bücher mehr kaufen kann, hä? Wie wär's, wenn du selber mal was arbeitest? Ich habe heute 4 Stunden Vorlesung gehabt. Hegel. Na toll. Sag mal, hast du dir selber eine Kette mit der Gemme gesehen? Die ist irgendwie weg. Meiner Jacke ist dein Schmuck bestimmt nicht. Wieso? Kann doch sein, dass sie vom Kleid abgefallen ist. Ne? Was ist das denn? Das ist nicht für uns. Das ist für die Sonntags. Hilde hat auch irgend so einen Laden. Aha. Das gebe ich mal besser ab, hä? Wo du doch so auf langbeinige Models stehst. Mist. Schön, danke. Hallo. Hallo, was ist denn hier los? Donnerwetter siehst du aus. Franz, mein Geschäft ist im Aufwind. Hast einen Reibach gemacht? Trompete weg, sieht doch jeder. Tatsächlich. Karin, ich muss dir was sagen. Wenn es um Hans Hermann geht, dann möchte ich es gar nicht wissen. Vermisst du gar nichts? Doch, mein Kettchen mit der Gemme. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe sie auf der Straße gefunden und dann hat sie mir so gefallen, dass ich sie noch ein bisschen behalten wollte. Und jetzt ist sie verschwunden. Weg. Und warum erzählst du mir das? Ich meine, ich hätte nie gewusst, dass... Ach, das wäre doch so, als ob ich sie dir geklaut hätte. Und damit kann ich nicht leben. Ich könnte schwören, dass ich sie in meine Tasche gesteckt habe, aber da ist sie nicht. Könnte es vielleicht sein, dass Hans Hermann sie genommen hat? Was soll denn Hans Hermann mit dem Kettchen mit einer Gemme dran? Sag mal, du glaubst doch nicht, dass er sie... Doch, genau das glaube ich. Nee, Karin. Hans Hermann ist wahrhaftig kein Engel, aber klauen, das würde der nicht. Mm-mm. Mhm. Guck mal, jetzt hat unser Baum noch Wurzeln. Meine Güte, Vera, du siehst schön aus in dem Kleid. Ja? Ja. Ich würde mich auch schön fühlen, wenn ich es in Paris gekauft hätte. Wieso? Was ist an dem Kleid nicht in Ordnung? Da ist eine ganze Menge dran nicht in Ordnung. Warum denn? Das Design ist wundervoll. Die Verarbeitung fabelhaft, du siehst glänzend darin aus. Was hast du dagegen? Das da. Hey, das ist ja dein Kleid. Ja, und die anderen hast du auch im Verkauf. Ach, das finde ich ja toll. Ich sag ja, Paris im Schlosshotel. Ich bin... Entschuldigen Sie, wo hängen denn hier die Kostüme? Kostüme da drüben, bitte. Danke. Ich bin sprachlos, Hilde. Du kannst als Geschäftsfrau nicht derartig naiv sein. Diese Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Du bist da in eine krumme Sache hineingeraten. Das ist als... Darf ich das mal anpassen? Ja, natürlich. Da hinten ist eine Kabine. Das ist, als wenn du einen falschen Rembrandt verkaufen würdest. Du meinst? Ja, die Zeitung ist eine Woche alt. Die Modelle wurden vor 14 Tagen in Paris gezeigt. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, ruf die Handelskammer an und frag, was du tun sollst. Wenn ich nicht anrufe, vielleicht merken die es nicht. Du wirst dich doch nicht an einem Verbrechen beteiligen, das bald auffliegt. Na, natürlich nicht. Ich rufe an. Hm. Ich zieh das Modell aus. Ach, um Gottes Willen. Pass auf, die Farbe sieht man immer erst richtig, wenn die Haare ganz trocken sind. Dass du keine grüne Strähne haben wolltest, das ist wirklich total in heute. Bei mir nicht. Karin, das mit deinem Freund, ne? Das hast du nur erfunden, damit ich nicht eifersüchtig bin wegen Hans Hermann, stimmt's? Ach, Blödsinn. Da unterm Lautsprecher hat mir eine Karte geschickt aus der Kur. Du kannst sie gerne lesen.
Liebe Karin, uns geht es hier sehr gut. Wir haben viel Spaß miteinander. Viele Grüße, dein Bello. Ha, ha, ha. Das soll dein Freund sein, ja? Kein Kuss. Ach, empfunden, also geklont. Was sind die? Ja, weiß ich auch nicht. Du bist aus der Branche. Geklont eben. Du bist ein Klon. Jedenfalls werde ich was von der Ware ordern. Ich fand's sehr aufmerksam, von denen mich einzuladen mit meinem kleinen Laden. Wie ich rausgehört habe, haben die anderen nur große Unternehmen. Ein Drink? Oh, ja. Frau Sonntag? Ja? Oh ja, das würde Ihnen gut stehen. Das würde ich gerne mal probieren. Ja, natürlich. Die letzte Kabine hinten links ist frei, ja? Vera, hallo. Suchst du was Bestimmtes? Nein, ich habe gehört, du hast so hübsche Sachen. Ja, Gott sei Dank, ich verkaufe wie verrückt. Oh, das sieht aus wie aus Paris. Paris im Schlosshotel. Bitte. Franz hat gesagt, die Sachen seien geklont. Weißt du, was das heißt? Wie heißt das, geklont? Geklont. Ich weiß nicht, was ich auch nicht. Darf ich das mal anprobieren? Ja, natürlich, aber geh rauf zu dir, ist alles. Gut, danke schön. Gesetzt die Kabine. Tschüss. Darf ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich glaube, es ist ein paar Nummern zu groß. Dann warten Sie mal, die kleine Größe ist hier. Versuchen Sie das mal. Ah, alles klar, ja? Danke schön. Und Sie? Hi. Was ist das denn? Neues Hobby? Papierschnipsel sortieren. Ach, Blödsinn. Das ist für das Fach Gestalten. Wir sollen irgendetwas Künstlerisches gestalten. Aber was? Oh, warte. Und was soll das sein? Das ist ein Baum, an dem eine Trompete wächst. Sieht doch jeder. Tatsächlich. Karin, ich muss dir was sagen. Wenn es um Hans Hermann geht, dann möchte ich es gar nicht wissen. Vermisst du gar nichts? Doch, mein Kettchen mit der Gemme. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe sie auf der Straße gefunden und dann hat es mir so gefallen, dass ich sie noch ein bisschen behalten wollte. Und jetzt ist sie verschwunden. Weg. Und warum erzählst du mir das? Ich meine, ich hätte nie gewusst, dass... Ach, das wäre doch so, als ob ich sie dir geklaut hätte. Und damit kann ich nicht leben. Ich könnte schwören, dass ich sie in meine Tasche gesteckt habe, aber da ist sie nicht. Könnte es vielleicht sein, dass Hans Hermann sie genommen hat? Was soll denn Hans Hermann mit dem Kettchen mit einer Gemme dran? Sag mal, du glaubst doch nicht, dass er sie... Doch, genau das glaube ich. Nee, Karin. Hans Hermann ist wahrhaftig kein Engel, aber klauen, das würde der nicht. Mhm. Mhm. Guck mal, jetzt hat unser Baum noch Wurzeln. Meine Güte, Vera, du siehst schön aus in dem Kleid. Ja? Ja. Ich würde mich auch schön fühlen, wenn ich es in Paris gekauft hätte. Wieso? Was ist an dem Kleid nicht in Ordnung? Da ist eine ganze Menge dran nicht in Ordnung. Warum denn? Den muss man runter. Mein Gott, wieso habe ich mich nicht früher mit Philosophen befasst? Wegen der grünen Strähne trägt sie einen Hut. Das gibt's doch gar nicht. Und ich kann vor Gewissensbissen nicht mehr schlafen. Na, wie kann das erleben? Karin! Kommt raus da! Macht sofort die Tür auf! Aufmachen! Komm sofort raus da, Karin! Rauskommen! Solltest du nicht tun. Komm raus da! Guten Tag. Wer ist das denn? Freitag ist für mich der schlimmste Tag. Ja. Die Leute sind ja hysterisch. Die drängen in den Bus wie die Bekloppten. Man hat das Gefühl, Freitag ist der einzige Tag, an dem sie was erledigen können. Das ist bei mir genauso. Ja. Ich bin ja nur froh, dass der Dr. Stadel die Sache so weit gebracht hat, dass ich... Guten Abend. Wer ist das denn? Dass ich für die geklonten Sachen keine Strafe zahlen muss. Aha. Aber die Kleider sind leider futsch. An so einem Tag bin ich heilfroh, in ein stilles, friedliches Heim zurückzukehren.
sehr still und friedlich. Home sweet home. Franz, reg dich nicht zu sehr auf. Feli, wollen wir mit dem Unsinn nicht aufhören? Mit einem Kerl wie dir wohne ich keinen Tag länger in einem Zimmer. Mit dem Typen, der mich betrügt und auch noch klaut. Der klaut? Ja, der klaut. Hast du den Schmuck aus meiner Tasche genommen, dieser Esche gescheint oder nicht, hä? Ich wollte ihn dir nicht stehlen. Aha, und was dann? Als ich Karin Schmuck bei dir gesehen hatte, da dachte ich... Da dachtest du, ich hätte den Karin geklaut? Ja, so sah es aus. Und es war mir echt peinlich. Dann musst du ihn gleich der Nächstbesten schenken, hä? Nee, Hans-Hermann, wir sind getrennt. Jetzt pack an und schieb den Schrank in die Mitte. Au! Entschuldigung, wie willst du denn die Klamotten überhaupt rauskriegen? Ist ja wohl mein Problem, oder? Ja, mein Problem. Das reicht, das ist die Mitte. Oh, hast du im Lotto gewonnen? Wollt ihr heute Kuchen spendieren? Mhm. Nein, das ist der letzte Rest von meinem Taschengeld. Ohne Grund? Einfach... Wenn das mein Typ wäre, ja, der könnte sich in Zukunft seine Karten in die Haare schmieren. Du tickst doch nicht ganz richtig. Wer nicht ganz richtig tickt, bist eindeutig du. Wie kann man so naiv sein, auf so einen Typen reinzufallen? Weißt du was, du bist bloß neidisch, weil dein Hans-Hermann meinem Benno nicht das Wasser reichen kann. Du versuchst doch nur, dir irgendeinen Typen schön zu reden, weil du bei Hans-Hermann nicht landest. Dein Hans-Hermann interessiert mich kein Stück. Natürlich nicht. Gib's doch zu, du bist immer noch hinter ihm her. Ach, du weißt ja nicht, was du redest. Aber eins sag ich dir. Wenn du Hans-Hermann noch einmal anfasst, ja, dann passiert was. Tag. Sind Sie ja Sonntag? Was ist denn da los? Um was geht's? Wir kommen vom Landeskriminalamt. Uns liegt eine Anzeige vor. Verstoß gegen das Wettbewerb. Ich lasse eigentlich grundsätzlich keine Fremden ins Haus. Aber was kann schon ein Einzelner gegen die Behörden ausrichten, ne? Wir haben hier auch eine Durchsuchungsanordnung. Würden Sie die bitte mal durchlesen? Behörde. Mist. Die kommen doch sicher meinetwegen. Blödsinn. Doch, wegen meiner Schwarzarbeit. Kapiere ich nicht. Verstehe kein einziges Wort. Können Sie mir das mal übersetzen? Es geht um die Sicherstellung von Textilien, die durch die Firma Sonntag widerrechtlich veräußert werden. Also hören Sie mal, wir sind doch keine Chicago-Gang, die nachts Warenlager ausräumt. Alles, was Sie hier sehen, ist bezahlt mit sauer verdientem Geld. Das muss ein Irrtum sein. Das hier ist doch nicht das Geschäft, das ist ein Wohnhaus. Dann sind Sie wohl Frau Sonntag. Nein, ich bin die Tochter. Aber auch meine Mutter klaut nicht. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, handelt es sich um Waren von zweifelhafter Herkunft. Wir haben hier eine Liste von Textilien, die unberechtigt nach Haute-Couture-Modellen hergestellt und vertrieben wurden. Na prima, und hier ist das neueste Modell von der Mailänder Modemesse. Ach, Papa, lass mal. Die Boutique meiner Mutter befindet sich am Schlosshotel. Das Warenlager ebenfalls, da müssen Sie sich hinwenden. Vielen Dank. Und wenn Sie... Auf Wiedersehen. Ja. Und wenn Sie meiner Frau Ärger machen, dann kriegt das mit mir zu tun. Hey, 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 nein, das gehört doch gar nicht zu den Sachen. Warum schickt man Leute, die keine Ahnung haben? Hey, bitte bleib ruhig. Wir wollen die Sache ohne Aufsehen hinter uns bringen. Das ist auch für den Hotelbetrieb keine Reklame. So, das wär's dann. Sie müssen bitte hier unterschreiben. Außerdem möchte ich feststellen, dass Frau Sonntag die Sache selbst angezeigt hat und Sie ihre Aktion keinem Widerstand entgegengesetzt hat. Unsere alten Kunden, den Leuten das Geld aus der Tasche zerren. Es zuckt, Atze. Es zuckt. Neulich habe ich geträumt, dass ich eine Autoschieberbande habe auflegen lassen mit bekannten Namen. Wie hieß denn der hier nochmal? Der Trabi-Kralle, der war auch dabei. Der musste allerdings umschulen auf Mercedes. Der Waldi, und du wirst nicht glauben, Trabi-Kralle ist wirklich wieder dabei. Du bist ja ganz feiner Pinkel geworden. Und auf der Elbchaussee jetzt. Warte mal, du musst dich ja nicht gleich entscheiden. Ne? Denkst du mal so an schöne Dresden, ne? Wohnen kannst du ja vorübergehend bei uns. Wäre schon nicht schlecht. Mein Bruder, bei dem ich wohne, ne, der wäre froh, wenn ich los bin. Ich überleg's mir, Atze.
Ich überleg's mir. Kannst du mal bitte raufkommen? Du siehst doch, dass ich arbeite. Was willst du denn? Ich brauch mal 50 Mark. Hab ich nicht. Soll ich Ihnen was leihen, Fili? Nein, danke, Frau Kretschmer. Ich hab ja Geld. Und Johannes Hermann muss es nicht wissen, weil er kauft sich doch so gern was. Was kauft er sich denn so gern? Hat sie nicht. Jetzt glaubt es sie nicht. Ich sofort? Na los, nimm halt keine Ansprache. Sonst kommen uns meine Brüder wieder auf die Schliche. Hm? Einsteigen gnädigst du? Vorsicht, mein Auto ist sensibel. Wie du, Prinzessin? Super. Hm. Sind bestimmt hinter uns her. Ich sehe niemanden. Du hast doch keinen Schimmer, wie raffiniert die sind. Ich dachte, du hättest deine Brüder besser im Griff. Wo fahren wir überhaupt hin, Prinzessin? Wirst du schon sehen, Doktor. Ein bisschen Romantik muss sein. Ich liebe Romantik. Kein Mensch ist uns nachgefahren. Ja, keiner. Hier ist doch überhaupt nichts los. Ja, nicht. Jetzt sind wir ganz allein. Nur wir beide. Mann, super. Ich glaube, das ist mit ein paar Nummern zu groß. Dann warten Sie mal. Die kleine Größe ist hier. Versuchen Sie das mal. Ah, alles klar. Ja? Danke schön. Und Sie? Hi. Hi. Was ist das denn? Neues Hobby? Papierschnipsel sortieren. Ach, Blödsinn. Das ist für das Fach Gestalten. Wir sollen irgendetwas Künstlerisches gestalten. Aber was? Oh, Akte. Und was soll das sein? Das ist ein Baum, an dem eine Trompete wächst. Sieht doch jeder. Tatsächlich. Karin, ich muss dir was sagen. Wenn es um Hans Hermann geht, dann möchte ich es gar nicht wissen. Vermisst du gar nichts? Doch, mein Kettchen mit der Gemme. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe sie auf der Straße gefunden und dann hat sie mir so gefallen, dass ich sie noch ein bisschen behalten wollte. Und jetzt ist sie verschwunden. Weg. Und warum erzählst du mir das? Ich meine, ich hätte nie gewusst, dass... Ach, das wäre doch so, als ob ich sie dir geklaut hätte. Und damit kann ich nicht leben. Ich könnte schwören, dass ich sie in meine Tasche gesteckt habe, aber da ist sie nicht. Könnte es vielleicht sein, dass Hans Hermann sie genommen hat? Was soll denn Hans Hermann mit dem Kettchen mit einer Gemme dran? Sag mal, du glaubst doch nicht, dass er sie... Doch, genau das glaube ich. Nee, Karin. Hans Hermann ist wahrhaftig kein Engel, aber klauen, das würde der nicht. Mhm. Mhm. Guck mal, jetzt hat unser Baum noch Wurzeln. Meine Güte, Vera, du siehst schön aus in dem Kleid. Ja? Ja. Ich würde mich auch schön fühlen, wenn ich es in Paris gekauft hätte. Wieso? Was ist an dem Kleid nicht in Ordnung? Da ist eine ganze Menge dran nicht in Ordnung. Warum denn? Das Design ist wundervoll. Die Verarbeitung fabelhaft. Du siehst glänzend daran aus. Was hast du dagegen? Das da. Hey, das ist ja dein Kleid. Ja, und die anderen hast du auch im Verkauf. Ach, das finde ich ja toll. Ich sag ja, Paris im Schlosshotel. Ich bin... Entschuldigen Sie, wo hängen denn hier die Kostüme? Kostüme da drüben, bitte. Danke. Ich bin sprachlos, Hilde. Du kannst als Geschäftsfrau nicht derartig naiv sein. Diese Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Du bist da in eine krumme Sache hineingeraten. Das ist als... Entschuldigung, darf ich das mal anziehen? Ja, natürlich, da hinten ist eine Kabine. Das ist, als wenn du einen falschen Rembrandt verkaufen würdest. Du meinst? Ja, die Zeitung ist eine Woche alt. Die Modelle wurden vor 14 Tagen in Paris gezeigt. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, ruf die Handelskammer an und frag, was du tun sollst. Wenn ich nicht anrufe, vielleicht merken die es nicht. Du wirst dich doch nicht an einem Verbrechen beteiligen, das bald auffliegt. Na, natürlich nicht.
Ich rufe an. Hm. Ich ziehe das Modell aus. Ach, um Gottes Willen. So, einmal Cola. Darina, Schmuck. Komm, ich helfe dir. Danke. Ach Quatsch, ich steck sie ein, so toll ist sie nicht. Nee. Ich finde die schön. Komm, ich mach sie wieder um. Na, pass auf, dass es bei dir nicht funkt. Fast Schluss stimmt was nicht. So. Danke. Ab morgen muss sie alles alleine schaffen. Kommst du nicht mehr? Nee, ich war mit meinem kleinen Bruder zur Kur. Bei euch was? So plötzlich? Du, das war schon länger geplant. Warum hast du nie was gesagt? Wenn du mir deine Adresse gibst, dann schreibe ich dir. Wir sind ja keine Ewigkeit weg. Also ich freue mich immer, wenn ich zu euch komme. Wann fahrt ihr denn? Morgen früh um 6 vom zentralen Omnibusbahnhof. Bin ich noch beim Rotwein? Ja? Soll ich hinkommen? Du, wir werden den Bus schon alleine finden. Warum bist du eigentlich immer so eklig zu mir? Ich bin doch nicht eklig zu dir. Und auch? Weißt du es noch nicht bemerkt hast? Ich habe mindestens ein Dutzend Mal versucht, mit dir ein vernünftiges Gespräch anzufangen. Aber du bist sowas von einsilbig. Ich frage mich wirklich, was du gegen mich hast. Überhaupt nichts, Karin. Was ist es dann? Warum bist du so abweisend zu mir? Karin, du bist echt nett, aber ich bin einfach nicht der Richtige für dich. Warum nicht? In meinem Leben ist kein Platz für eine Beziehung. Sieh mal, ich muss mich um meinen kleinen Bruder kümmern. Und da bleibt einfach keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja, aber dabei könnte ich dir doch helfen. Ist lieb gemeint, aber ich hab's damals gemerkt, als ich mit Inge zusammen war. In meinem Leben gibt's eben nur eins. Entweder Benno oder eine Beziehung. Schade. Ich schreib dir mal, okay? Mhm. Aua! Oh, diese Scheißmücken! Okay. Au! Mistviecher! Muss denn immer so spät nach Hause kommen, Mädchen? Draußen in Chicago. Ach, Mensch, Papa. Haben sich aus der Schule geworfen, ne? Bleib so schlimm. Du lernst eben was Praktisches, was fürs Leben. Ach, du verstehst, die Designerklamotten sind aber nur geklont. Geklont? Na, nachempfunden. Ach so. Ich hab die Einfuhrpapiere gesehen, alles sauber. Prima. Nur ab, du stehst im Weg. Guck mal, ob die dir nicht den Ball klauen. Und größer als Hermann. Hi. Mensch, Junge, jetzt läuft er noch in die Abseitsfalle. Wunderschöne Modelle. Ja. Viel zu schön für den Preis. Vielleicht ist die Ware geklaut. Nee, alles ordnungsgemäß eingeführt worden. Die Papiere sind in Ordnung. Woher weißt du denn das? Ich habe meine Verbindung. Die Kleider sind nachempfunden, also geklont. Was sind die? Ja, weiß ich auch nicht. Du bist aus der Branche. Geklont eben. Du bist ein Klon. Jedenfalls werde ich was von der Ware ordern. Ich fand es sehr aufmerksam, von denen mich einzuladen mit meinem kleinen Laden. Wie ich rausgehört habe, haben die anderen nur große Unternehmen. Ein Drink? Oh, ja. Frau Sonntag? Ja? Oh ja, das würde Ihnen gut stehen. Das würde ich gerne mal probieren. Ja, natürlich. Die letzte Kabine hinten links ist frei, ja? Vera, hallo. Suchst du was Bestimmtes? Nein, ich habe gehört, du hast so hübsche Sachen. Ja, Gott sei Dank, ich verkaufe mich verrückt. Oh, das sieht aus wie aus Paris. Paris im Schlosshotel. Bitte. Franz hat gesagt, die Sachen seien geklont. Weißt du, was das heißt? Wie heißt das, geklont? Geklont. Ich weiß nicht, was ich auch nicht. Darf ich das mal abprobieren? Ja, natürlich, aber geh rauf zu dir, ist alles. Gut, danke schön. Bis jetzt, die Kabine. Tschüss. Darf ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich glaube, das ist ein paar Nummern zu groß. Dann warten Sie mal, die kleine Größe ist hier.
versuchen Sie das mal. Ah, alles klar, ja? Danke schön. Und Sie? Hi. Was ist das denn? Neues Hobby? Papierschnipsel sortieren. Ach, Blödsinn. Das ist für das Fach Gestalten. Wir sollen irgendetwas Künstlerisches gestalten. Aber was? Oh, Akte. Und was soll das sein? Das ist ein Baum, an dem eine Trompete wächst. Sieht doch jeder. Tatsächlich. Karin, ich muss dir was sagen. Wenn es um Hans Hermann geht, dann möchte ich es gar nicht wissen. Vermisst du gar nichts? Doch, mein Kettchen mit der Gemme. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe sie auf der Straße gefunden und dann hat sie mir so gefallen, dass ich sie noch ein bisschen behalten wollte. Und jetzt ist sie verschwunden. Weg. Und warum erzählst du mir das? Ich meine, ich hätte nie gewusst, dass... Ach, das wäre doch so, als ob ich sie dir geklaut hätte. Und damit kann ich nicht leben. Ich könnte schwören, dass ich sie in meine Tasche gesteckt habe, aber da ist sie nicht. Könnte es vielleicht sein, nur ein bisschen... Halt den Rand, Alter! Wir wissen ganz genau, was du von Walli wolltest. Du hast ja versprochen, von sie zu lassen. Das ist Wortbruch, Mann. Auf sowas reagieren wir allergisch. Ihr seid wie die Kletten. Wie seid ihr denn jetzt hergekommen? Na, besonders helle bist du ja noch nie gewesen. Hier hast du dich doch schon mit deinem Ex getroffen. Und den haben wir auch platt gemacht. Wir wussten gleich, wo euch hinverzieht. Diese Idioten machen mich fertig. Hey, das sind meine Brüder. Auf die lasse ich nichts kommen. Abstand sollt ihr halten. Haben die keinen Beruf oder sowas? Hast du einen Job für sie? Na also, die leben von der Stütze. Und ich schlepp sie mit durch. Die sind eifersüchtig. Haben Angst, dass mich einer klaut. Außer mir haben die niemanden. Papa und Mama haben nur eins im Kopf, volle Flaschen. Da sind wir irgendwann abgehauen. Ja, meinetwegen. Aber gibt's nicht eine Möglichkeit, dass wir endlich mal alleine sind? Meine Firma macht eine Modenschau. Da muss ich helfen. Da lassen die meine Brüder nicht rein. Hier ist eine Einladung. Ach, sind da nicht ein bisschen viele Leute? Ach, wir finden schon einen Action-Doktor. Du bist ja schon da, mein Schatz. Ja. Hab die letzte Kundin sausen lassen, diese Pfarrerin, weißt du? Zum Predigen reicht die Frisur noch. So kommst du nie auf den grünen Zweig. Ach nee. Hast wohl Angst, dass ich dir keine Bücher mehr kaufen kann, hä? Wie wär's, wenn du selber mal was arbeitest? Ich habe heute 4 Stunden Vorlesung. Ja. Hegel. Na toll. Sag mal, hast du die silberne Kette mit der Gemme gesehen? Die ist irgendwie weg. Meiner Jacke ist dein Schmuck bestimmt nicht. Wieso? Kann doch sein, dass sie vom Kleid abgefallen ist. Hä, was ist das denn? Das ist nicht für uns. Das ist für die Sonntags. Hilde hat auch irgend so einen Laden. Aha. Das gebe ich mal besser ab, hä? Wo du doch so auf langbeinige Models stehst. Mist. Schön, danke. Hallo. Hallo, was ist denn hier los? Donnerwetter siehst du aus. Franz, mein Geschäft ist im Aufwind. Hast einen Reibach gemacht, einen 1000-Füßler Hosenverkauf. Ach, Quatsch. Jemand hat eine Einladung zur Modenschau abgegeben. Und da muss ich Ihre Frau natürlich entsprechend zurechtmachen. Hm? Warum gehst du denn mal zu einer richtigen Friseuse und du mit deiner Schwarzarbeit? Hier bist du die Gewerbeaufsicht auch noch mal. Da kannst du dir ganz schön was beraten. Franz, nun mecker nicht. Beeil dich. Zieh dich um, wir müssen gleich los. Mich kriegst du heute nicht aus dem Haus. Es ist Fußball angesagt, Europapokal. Franz, du musst mitkommen. Wenn ich alleine gehe, ohne Begleitung, dann merkt man,